MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Immer noch mit Nick und Gerd. Hallöchen. Hallo. So, wir fahren jetzt die Linie 19 vom Mülheimsberg nach Öfterstedt zum Busbahnhof über die Altstadt und fahren dann dort zurück mit der Linie 20. Da gibt es dann einen Cut, denn der Nick hat keine kurze Linie gefunden. Deswegen machen wir das so. Denn der Nick ist auf einer ganz alten Karte unterwegs, die immer noch ihren Charme hat. Richtig. Willkommen auf Römerberg. Yay! Die 612 fahren wir von Römerberg nach Zabelstein. Mit einem schönen S319 UL. Oh ja, okay. Das hat was. Das heißt, bei mir gibt es einen normalen Folgen-Cut und beim Nick irgendwo an der Haltestelle oder mittendrin, denn der Nick fährt 32 Minuten und ich insgesamt, wenn wir die 20 dazu nehmen, ja auch ungefähr. Aber das kriegen wir hin. Eben. Denn so. Der Gerd fährt übrigens wieder mal nichts. Genau. Cool, die wollte ich schon immer mal haben. Ist aber noch Beta. Ah, okay, alles klar. Kommt da eine Preview von? Nein. Ich zieh dann mal vor zur Haltestelle und lass die Leute rein. Dann mach. Übrigens NL263. Und auch hier vom Repaint vorgegeben automatische Türen. Eine Kurzstrecke bitte. Ah, ja, Kurzstrecke. Ach, da hast du jetzt automatische. Ich wollte gerade sagen, wenn sie denn automatisch sind. Ja, aber vollautomatisch. Ich kann nur die erste öffnen. Ja, ich habe jetzt nochmal kurz überlegt. Nee, macht keinen Sinn. Hä? Also im viertürigen Gelenkbus keine automatischen, aber im zweitürigen Solo schon. Das ist irgendwie... Wow, meine zweite Tür ist offen und... Was? Hä? Wow. Wie fahre ich denn? Welche Steuer? Mario kann's wieder. Ja, auf dem Dashboard ist nur ein Knopf, aber ich kann die Tür trotzdem manuell öffnen. Okay. Mario der Cheater? Das ist interessant. Ne, stellen wir mal um auf... Kurzstrecke. Achso, mit dem Gerät kenne ich mich sowieso nicht aus. Türsteuerung, automatische Türen. Jetzt dürfte ich sie ja nicht mehr öffnen dürfen. Doch, geht immer noch. Okay, also da stimmt irgendwas nicht. Wir wissen noch nicht. Wir wissen noch nicht was, aber irgendwas stimmt da nicht. Los geht's! Stimmt an dem Fehler Mayo am Steuer. Ja, ich dachte gerade, was ist das? Warum ist die Tür offen? Und dann, okay. So, wir haben Abfahrt 14.10 Uhr. Wir haben gerade mal 14.04 Uhr. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Ich bin schon unterwegs. Alles klar. Ich jetzt auch gleich. Ich hoffe, der Bus ist nicht zu laut. Der fällt ja gut. Mülheimsberg-Siedlung. Das mit dem Bahnhof Öfterstedt ist natürlich praktisch, dass ich dann als Linie 20 direkt umsetzen kann und zurückfahre. Ja, weil eine 15-Minuten-Linie zu finden, ja, ist ein bisschen schwierig. Zumal ich die 15-Minuten-Linien, die es so gibt, ganz gerne dann nehme, wenn ich mal alleine bin und zwischendurch was brauche. Ja. Verständlich. Wollte ich gerade sagen, kann ich dir nicht verübeln. Ein normalen Fahrschein. Ein normalen Fahrschein. Und ich hatte auch mal wieder Lust auf Römerberg. Lange nicht gefahren. Ein normalen Fahrschein für Money. Gibt es da einen normalen Fahrschein für Money? Ja, Übergröße verkaufe ich noch nicht. Gruppenkarte für Money, weißt du, diese unglaublich, immer diese dicken Witze auf Kosten der Fahrkarte. Nein, Money hat abgenommen, er kriegt die KVB Mini-Gruppenkarte. Oh wei. Oh. Was heißt denn Mini-Gruppenkarte? Ich glaube 3 Leute oder 2. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Ich glaube bis 7 Personen oder so.
Was ich kann. Ja, aber ein Gruppenticket sind doch 5 Personen. Ich guck jetzt mal. Aber ein Gruppenticket für 2 Personen wird keinen Sinn machen. Weil eine Gruppe normalerweise mehr als 2 Personen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Tagesticket, 5 Personen. Jetzt bin ich gespannt. Worauf? Ob es das noch gibt. Also Mini-Gruppenticket gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Tagesticket. Aha. Für 5 Personen. Okay. Hallo. Das gliedert sich dann halt entsprechend der Preisstufen. Ja, ja, klar. Guten Tag. Ach, steig doch ein. Eine kurze Strecke. Kannst du die nicht laufen? Bitteschön. Ein Fahrschein, bitte. Nee, jetzt eine ehrliche Antwort. Weiß ich nicht. Hat er überhaupt angesagt? Rathaus, ja, hat er angesagt, okay. Und direkt einen Haltewunsch. Du bist noch nicht ganz von der Haltestelle weg und hast einen Haltewunsch für die nächste. Wow. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Angeblich. Ach, keine Ahnung. Mir egal, steigt aus, weniger Ballast, kommen wir besser einen Berg hoch. Ja, ist kein Money drin? Weiß ich gar nicht. Aber ist egal, wenn mal so 15 Leute aussteigen, das merkt man schon. Ja gut, das stimmt. Oh, tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. Ja, die darf natürlich über Rot fahren, das ist völlig legitim. Ich hab ja auch gerade eine Lalülala. Lalülala. Baggersee. Na komm, mach auf. Hier waren wir doch auch schon öfter mal mit der 300 und auch mit der 18 und jetzt halt auch mit der 19 und mit der 20 auch später. Mein Gott, ey, ich muss echt wieder lernen, den Schleifpunkt zu finden. Das ist 319 UL. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Ja, fährst du jetzt oder nicht? Den Schleifpunkt? Ja, den Schleifpunkt. Der Schleifer schrie, sie sollen sich schämen. Oh, wie viele wollen denn hier aussteigen? Ja, komm raus. Wie, doch nicht? Den habe ich... Och, ja, komm, dann... Dann habe ich ihn halt mitgenommen, angeblich. Echt mal, unglaublich. Ist das nicht deine Aufgabe, als Bus jemanden mitzunehmen? Ja, aber den LKW-Fahrer, der mir vor die Nase gefahren ist? Gerd, du könntest etwas näher ans Mikrofon gehen. Ja, ich habe ein bisschen vorbeigesprochen, deswegen. Ja, hat man gar nicht gehört. Hat er von mir gelernt. Genau, habe ich von Nick gelernt. Ja, der wollte halt auf den ÖPNV umsteigen. Mitsamt Fahrt. Ah, ja. Klar, und das macht man, indem man erst nicht fährt und dann, wenn ich fahre, doch fährt und dann so nah dran fährt, dass ich nicht dran vorbeikomme. Ja, also ich wäre theoretisch dran vorbeigekommen, aber ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte nur ein bisschen Platz. Aber vielleicht ist auch die Hitbox ein bisschen komisch. Er musste ja abchecken, ob genug Platz ist für die Ladung. Für die Ladung? Für die Ladung. Das ist eine Jodeladung, sehr, hey? Sehr geehrte Ladung. Ja. Sehr geehrter Herr Ladung. Oh wei. Oh, oh, oh. Woher willst du wissen, dass das keine weibliche Ladung ist? Bahnhofsbrücke, Hauptbahnhof. Ja. Gefährlich, Mario, gefährlich. Ja, ich weiß. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Ladung. Oder sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr Ladung. Sind Sie geladen? Die ist noch grün. Die ist sowas von geladen. Oh, das ist die Haltestelle. Oh, was ist mit der Busampel? Ist die grün? Ja, die ist grün. Ja, gut. Der dritte. Ja, wow. Ich glaube, das ist gut. Ja. Du Arsch mit Ohren, ey. Meine Busampel war noch grün.
Doch, Mario ist wieder in seinem Element. Und dann habe ich den LKW getroffen, weil der... Oh, ja, wow, die Busampel, während die Busampel auf Rot schaltet, schaltet die normale Verkehrsampel direkt auf Grün. Und dann hat mich der LKW erwischt. Hammer. Wow. Ihr habt heute mit LKWs, kann es sein? Ja, total. Ja, ich wollte auch Ladung. Ach so. Warst du neidisch? Eiersüffig? Ja, war ich eiersüffig. Ja, Mayo, jetzt bist du doch geladen. Buchstäblich, ja. Ja. Boah, also bremsen könnte der echt ein bisschen bessere vertragen. So, komm, grün, fahr. Wenn du jetzt die Kurve schneidest, bist du tot. Ja, Vorsicht, Nick, ist geladen. Elektrisch? Weiß ich nicht. Bäckergasse, Alfred-Reiner-Straße. Bäckergasse, Alfred-Reiner-Straße. Ja, komm, hallo. Wiege, rennen. Oh, Manni. Boah, Manni, ey. Oh, jetzt geht mir das Windows-Update wieder auf die Nerven. Nein, immer noch nicht. Ich hätte da gerne auch noch eine Tageskarte. Ey, du kannst ja nur entweder okay oder eine Stunde warten oder jetzt neu starten. Da ich nicht genau weiß, was Windows mit okay macht, weil ich Windows nicht mehr traue mittlerweile. Okay, Windows. Drücke ich lieber auf eine Stunde warten. Und mein Smartphone reagiert. Traumhaft. Aber in der Stunde sind wir hier sowieso locker durch, also von daher. Ja. Altstadt Petruskirche. Altstadt Petruskirche. Zur Linie 15 in Richtung Rathaus. Ah ja, genau, da kann man auf die Linie 15 umsteigen, die ja so knackig kurz ist. Wildpark. Ah ne, warte mal, fahre ich vielleicht über Schulzentrum? Das solltest du, Ich fahre über Schulzentrum. Juhu. Oh, scheiße, die war rot. Entschuldigung. Ist aber nichts passiert. Gut, dass ich noch nicht komplett an der Ausfahrt vorbei war. Ach, da war die 22. Okay. Hallo. Hallo, gibt kein Ticket. Einmal nochmal, bitte. Ihr seht aber nicht nach Schülern aus. Bei der Jugend von heute kannst du mit 22 noch Schüler sein. Teilweise sogar mit 28, die fahren auch noch Schulbus. Ey, das ist... das hat rein pragmatische Gründe. Nicht schlecht, Gerd. Unverschämtheit. Also, Punkt für Gerd. Ja, das ist ja unglaublich. Ja. Unverschämtheit. Das Problem ist, den versteht jetzt keiner. Also außer uns. Das Ding ist nicht als Schulbus gekennzeichnet. Da steht zwar Schulzentrum drauf, aber normale Linie. Kein Schulbus-Ding. Also darf ich da mitfahren. Da fahren auch andere Pendler mit. Drei Stück. Pendler drei zur Schule. Stück. Also ich bin nicht... Die Lehrer wahrscheinlich. Ja, genau. Klar. Och, jetzt komme ich hier nicht rum. Oder er sagt ganz ehrlich, Busfahrer, weil die Schüler, die sind ja so gemein. Bis einer weint. Genau, bis einer weint. Ja, jetzt komme ich hier nicht rum, weil der da so scheiße parkt. Dann muss ich den jetzt wegrammen. Den Parker. Hat er halt Pech. Also da so zu parken, geht gar nicht. Machst du wieder von deinem Durchsetzungsvermögen Gebrauch? Ja, geht nicht anders, weil der Gegenverkehr konnte auch nicht durch, weil hinter mir schon Stau war bis auf die Kreuzung. Und der stand wirklich schräg auf der in dem Parkplatz, aber so schräg, dass du da halt wirklich nicht vorbeikommst. War ein ganz schräger Typ, ja? Wow. Ja. Oh, Gerd, der war so gut, der Witz. Ja. Da Ach. Fand ich den Schulbus-Witz besser. Hier kommt jetzt schon Bahnhof öfter steht? Echt jetzt?
Oh ja. Busbahn. Ah, nee, jetzt habe ich wieder eins zu weit geschaltet. Busbahnhof Öfterstedt kommt jetzt schon. Kann ja nicht immer nur gute Dinger raushauen. Nee, warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch. Ja, nee, doch. Nein. Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Er ist sich noch nicht sicher. Ja, ich versuche gerade die Linie aus dem Kopf wieder zusammenzukriegen. Aber hier bei dem Kreisverkehrwirrwarr ums Schulzentrum rum tue ich mir immer ein bisschen schwer. Eine Linie aus dem Kopf zusammensetzen. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 20 und 21. Ja, genau. Knall mir einfach mit Vollgas links rein. Klar. So kommst du bestimmt schneller zu deinem Einsatz. Okay, ich werde wieder Leute los. Ach Mann, ey. Dass diese weißt du, klar haben die Vorrang, aber dass die einfach mit Vollgas in die Karre brettern, ist halt auch dumm. Ja, wer bremst, verliert, ne? Ja. Ohne Scheiß, ey. Die fahren wie blind. Danke. Wow. Den habe ich verstanden. Oh, ich würde gerne den Fahrplan abgeben. Will er irgendwie nicht. Ist nicht. Weil ich könnte mir das vorstellen, ne? So ein Rettungswagen fährt ungebremst durch 30 PKWs durch. Ja, Nick, bist du an der Haltestelle? Ja, jetzt gerade. Ja, wunderbar. Dann machen wir hier den Cut. Beim Nick geht's in der nächsten Folge weiter Richtung Zabelstein und bei mir geht's weiter auf der Linie 20. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.